Ja, hallo, Christa. Grüß dich. Und wie ist dir so ergangen? Ach, eigentlich ganz gut. Ein paar so kleine Missgeschicke, aber das macht ja nichts. Ja, die Zeit zum Üben und Ausprobieren, das brauchst du einfach. Du wirst sehen, von Mal zu Mal geht's leichter, schneller, besser. Du bist Optimist. So, was hast du dir denn für heute vorgestellt? Was soll ich dir denn zeigen? Ich wollte einem Verlag einen Brief schicken und Bildillustrationen anbieten. Und da brauche ich halt Schreiben. Können wir okay. das machen? Also machen wir doch am besten mit einem Textverarbeitungsprogramm. Geh doch gleich mal auf Start, Programme. Da können wir nachschauen, welche Textverarbeitungsprogramme auf deinem Rechner installiert sind. Okay. Mhm. Hier zum Beispiel steht unter Microsoft Office dein Word-Programm und unter den Zubehören, da findest du den Editor und WordPad. Der Editor und das WordPad sind kleine Textverarbeitungsprogramme, die mit dem Betriebssystem Windows auf allen Rechnern geladen sind. Die bieten aber eher keinen großen Komfort in der Bedienung. Deswegen nehmen wir jetzt am besten Word. Ruf doch mal Word auf, genau, Microsoft Office und dann Word. Genau. Hier oben befinden sich also jetzt die Symbolleisten mit lauter kleinen Schaltflächen. Und mit diesen Schaltflächen kannst du dann die Befehle aufrufen, wie zum Beispiel deinen Text gestalten, Schriftfarbe rot, fett und so weiter. Mhm. Manchmal ist es aber recht ungünstig, das zeige ich dir jetzt mal, dass diese beiden Symbolleisten überlappend sind. Und das kannst du einfach hier an dieser Stelle runterziehen und dann hast du beide Symbolleisten und alle Schaltflächen. Alle diese Befehle, die befinden sich natürlich hier oben auch noch in den verschiedenen Menüs oder über deine rechte Maustaste. Also. Ja, die war ja beim Explorer starten schon so praktisch, gell? Ja, und hier in Word sind es dann ganz spezielle Word-Befehle. Ach so, und was ist jetzt diese seitliche Ansicht da? Wenn du einen Befehl aus dem Menü aufrufst, ja. dann öffnet sich ein Fenster, mit dem du beispielsweise deinen Text gestalten kannst. Aha. Außerdem wird dir alles, was zu diesem Befehl gehört, alle weiteren Möglichkeiten hier eben seitlich angezeigt. Ach so, verstehe. Und unter Datei öffnen zum Beispiel hast du die Möglichkeit, ein bereits erstelltes oder abgespeichertes Brief, Dokument, ja. Datei weiter zu bearbeiten. Mit dem Befehl neu würdest du ein neues, leeres Dokument erstellen können. Ja, aber das ist jetzt schon ein neues, leeres Dokument, oder? Doch, doch. Ja. Aber es könnte ja mal sein, dass du zusätzlich ein zweites Dokument erstellen willst. Ach so. Und dann brauchst du den Befehl. Okay, das verstehe ich ja. Aber jetzt können wir eigentlich gleich anfangen, meinen Text eintippen, oder? Ja, genau. Aber erst mit dem Schreiben des gesamten Textes anfangen und erst wenn du dann fertig bist, gestalten wir. Okay, warum das? Es ist einfacher, wenn du deinen ganzen Text mal hast und dass du dann erst mit dem Gestalten anfängst. Also, gut, dann schreibe ich mal los. Ja, genau. Mhm. Du, kannst du noch mal kurz unterbrechen nach der Adresse? Klar. Ich würde nämlich gern noch was zeigen. Also. Du hast ja bisher Leerstellen zwischen zwei Worten und neue Zeilen eingegeben. Ja. Und siehst gar nicht, wie viele es sind. Hier stört es weniger, aber wenn du später ausdrucken würdest, merkst du genau, ob es zwei oder drei neue Zeilen waren, die du eingegeben hattest. Okay. Deswegen gibt es hier oben eine Schaltfläche, die diese Steuerzeichen sichtbar machen kann. Und die Punkte stehen jetzt für die Leerzeichen. Und die Dinger da, das sieht aus wie ein umgedrehtes P. Zeigt die Return-Taste an? Genau. Ah, okay. Diese Dinge da nennt man Absatzmarken und zeigen an, dass du jetzt die Return-Taste gedrückt ja. hast und ganz bewusst in eine neue Zeile wolltest. Okay, aber mitgedruckt werden die da nicht? Nein, natürlich nicht. Und wenn du jetzt nochmal auf die Schaltfläche gehst, dann können sie auch wieder verschwinden hier in unserer Ansicht. Ach so. Aber es ist besser, wenn du sie eingeschaltet lässt. Dann mache ich jetzt nochmal mit dem Empfänger weiter, oder? Genau.
Was soll denn der Kringel jetzt da oben? Word hat ein Rechtschreibprogramm und zeigt dir mit dem Kringel an, dass du dich vertippt hast. Kontrolliert es also dauernd, während du eingibst. Das ist genial. Ja. Geh doch einfach mal mit der rechten Maustaste auf das Wort. Vielleicht bietet dir Word ja gleich das richtige Wort zur Korrektur an. Word kennt natürlich nicht alle Worte, aber ziemlich viele. Ah ja, hier steht ja Verlag. Das klicke ich einfach an, oder? Ja, dann ersetzt dir Word das falsche durch das richtige Wort. Du hättest natürlich auch mit der Backspace-Taste hier rückwärts einzelne Zeichen löschen können. Ach so. Und dann das Wort halt neu eingeben. Ja gut, aber so ist schon einfacher. Mhm. Nur wenn ich da an die alte Schreibmaschine denke. Ich habe übrigens neulich gehört, dass man zwischen Straße und Ort gar keine Leerzeile mehr macht. Ja, richtig, habe ich auch gehört. Die Zeiten ändern sich. So, und jetzt doch noch eine Leerzeile und dann das Datum. Mhm. Ja, wie viel, das sag ich heute? Ach, so. Fragen wir doch einfach den Rechner. Drück mal die Alt-Taste und die Steuerung und ein großes D dazu. Ah, da erscheint das Datum automatisch. Sehr praktisch, aber es gehört weiter nach rechts. Wir haben ja schon gesagt, wir gestalten erst im Nachhinein und jetzt schreiben wir am besten erstmal den Text fertig, oder? Also brauche ich jetzt keine Rücksicht zu nehmen auf Zeilenumbrüche oder sonstige Sachen. Nein, ne? Du brauchst keine Rücksicht drauf nehmen. Schreib einfach deinen Text als sogenannten Fließtext runter. Word geht automatisch in eine neue Zeile, wenn das Wort nicht mehr in die alte Zeile passt. Ach so. Und wenn dein Text nicht mehr auf die Seite passt, dann geht er automatisch auf eine neue Seite. Solltest du allerdings mal nach einer halben Seite schon eine neue Seite beginnen wollen, dann brauchst du wieder eine Tastenkombination, nämlich Steuerung und Return. Sag mal, gibt es eigentlich die Möglichkeit, Aufzählungspunkte zu verwenden? Ah, du meinst für die Themen von deinen Bildern? Ja, zum Beispiel. Ja, hier oben ist eine Schaltfläche Aufzählungszeichen und da kannst du das ganz einfach einstellen. Das sieht richtig gut aus. Kann ich da noch Unterpunkte einfügen? Mhm. Wenn du dann in der neuen Zeile bist, dann gehst du einfach über die Tabulator-Taste und kriegst damit deinen Text eingerückt und ein neues Aufzählungszeichen. Boah, ist echt toll. Ja, und wenn du dann in der nächsten Zeile wieder vorne anfangen willst, dann drückst du die Shift- und Tabulator-Taste zusammen. Und wenn ich jetzt gar keine Aufzählungszeichen mehr brauche, was mache ich dann? Dann klickst du einfach wieder da oben auf die gleiche Schaltfläche. Oder du drückst zweimal die Return-Taste, dann ist es wieder ausgeschaltet. Ah, okay. Jetzt würde ich noch gerne meine Ausstellungstermine reinschreiben. Jetzt weiß ich bloß nicht so genau, wie ich das übersichtlich anstellen soll. Du, da könnte ich mir vorstellen, dass wir eine Word-Tabelle nehmen. Die fügen wir ein und schreiben einfach dann deine ganzen Angaben rein. Aha. Das können wir hier oben über die Schaltfläche. Klick mal da drauf, einfügen. Du musst nur ein bisschen aufpassen, dass du nicht aus Versehen die Schaltfläche daneben nimmst, Excel-Tabelle. Also. So, und wenn wir jetzt hier drauf geklickt haben, dann kriegst du eine Art Schablone angeboten, die Zeilen und Spalten darstellen sollen. Wenn du jetzt mit gedrückter Maustaste markierst, dann vergrößert sich diese Ansicht sogar.
Aha. Okay, und dann ziehe ich jetzt so lange, bis ich die richtige Spaltenzahl markiert habe, oder? Mhm. Also zwei Spalten sollten genügen für Ort und Zeitraum. Und Zeilen, dann nehmen wir auch erstmal zwei. Genau, das reicht. In die erste Zeile könnten wir jetzt zum Beispiel schon deine Überschrift eingeben. Von Zelle zu Zelle springst du hier mit der Tabulator-Taste links. Mhm. Genau. Und außerdem ist die auch ganz praktisch, wenn du mal in der letzten Zeile bist und brauchst eine neue Zeile in deiner Tabelle. Kriegst du automatisch eine neue Zeile eingefügt. Ach, jetzt habe ich mich vertan. Die Ausstellung München Nord findet dieses Jahr überhaupt nicht statt. Wie kriege ich denn das jetzt wieder raus? Du, bei allem, was du vorhast, musst du erstmal dem Rechner mitteilen, welchen Bereich du bearbeiten möchtest. Und dazu musst du genau diesen Bereich markieren. Willst du zum Beispiel ein Wort markieren, dann klickst du einfach doppelt auf das Wort. Mhm. Doppeltklick. Und an der schwarzen Unterlegung erkennst du jetzt, dass das Wort markiert ist. Ja. Jetzt können wir hier irgendeinen Befehl aufrufen, zum Beispiel kopieren, löschen oder irgendwas gestalten. Möchtest du aber eine ganze Zeile markieren, dann klickst du vor die Zeile. Mhm. So. Und auch hier wird der markierte Bereich schwarz unterlegt. Ah, genau. Dann sehe ich also immer gleich, ob ich das Richtige wirklich markiert habe. So. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist alles weg. Das ist nicht so schlimm. Du bist versehentlich auf die Return-Taste gekommen. Das kann schon mal vorkommen. Da gibt es oben eine Schaltfläche, rückgängig. Und die merkt sich alle deine Aktionen, die du bisher gemacht hast. Und dann kannst du hier draufklicken und es wird alles wieder hergestellt. Sehr praktisch. So, jetzt kommen wir noch mal zum Markieren. Denn wenn wir zum Beispiel den gesamten Text markieren wollen, weil du deine Schriftart ändern willst für das gesamte Dokument, dann gibt es dafür eine ganz praktische Tastenkombination, nämlich Steuerung und A. Beide Tasten gleichzeitig drücken, oder? Genau, beide gleichzeitig. Dann kannst du nämlich alles markieren und brauchst nicht mit gedrückter Maus über deinen ganzen Text ziehen. Ah, okay. Praktisch ist übrigens auch, wenn du mit der Shift-Taste markierst und dann hier diese Pfeiltasten verwendest oder Cursor-Tasten. Mal probieren? Ja. Ah ja, für einzelne Zeichen geht das gut. Aha. Also die Zeile München Nord markieren, damit ich sie löschen kann, oder? Ja, genau. Also normalerweise kannst du Textstücke markieren und dann mit der Entferntaste löschen. Aber in der Tabelle ist es leider nicht so. Um eine ganze Zeile zu löschen, müssen wir also erst markieren und dann auf die rechte Maustaste. Ah ja, okay. Da, genau. Markieren und auf die rechte. Ah ja, da steht es ja schon. Zeilen löschen. Anklicken. Aber mit der linken Maustaste, oder? Ja, die rechte war nur zum Anzeigen von dem Befehl da. Okay. Ah, da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht gespeichert. Stell dir vor, der Rechner würde jetzt abstürzen, dann wäre alles weg, was du jetzt geschrieben hast. Ja, das geht nicht. Weißt du noch, wie es geht? Ja, wenn es genauso wie in Paint geht, dann muss ich jetzt ins Menü Datei auf Befehl speichern und da oben wird wieder der Ordner eigene Dateien angezeigt und so.
Ah ja, und hier passt der Brief am besten in die Ordner Bilder. Dann gebe ich jetzt nur noch den Dateinamen Verlag ein. Jetzt einfach drüber schreiben und dann auf Speichern klicken. Schau, und jetzt da oben in der Titelleiste siehst du deinen Namen der Datei und die Endung Doc, die hängt Word automatisch dran. Doc steht also für Dokument und das zeigt dir, dass die Datei in Word erstellt wurde. Mhm. So. Du Christa, ich glaube, ich habe die freundlichen Grüße vergessen. Kann ich das noch einfügen? Natürlich. Aber wenn du nachträglich was eingeben willst, dann wird es automatisch eingefügt. Das heißt also, der restliche Text verschiebt sich einfach nach unten. Ah ja, das macht ja nichts. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich so Textbausteine an eine andere Stelle verschieben möchte oder den Text ganz woanders hin kopieren? Auch hier gilt, um etwas zu verschieben oder zu kopieren, du musst es erstmal markieren. Sonst weiß der Rechner ja nicht, mit welchem Text er jetzt arbeiten soll. Probieren wir das doch gleich mal mit der Zeile mit freundlichen Grüßen. So, jetzt klick wieder mit der rechten Maustaste in den markierten Bereich. Ah, da sehe ich es ja schon. Ausschneiden, kopieren, einfügen. Mhm. Und wenn du jetzt ausschneiden willst, dann wird dein Text verschwinden und liegt so lange in einem Zwischenspeicher, bis du dann wieder sagst, einfügen. Und beim Kopieren bleibt der Text stehen. Okay, dann versuche ich es jetzt mal zu kopieren. Ja, richtig. Nun klickst du mit der rechten Maustaste in die gewünschte Stelle. Mhm. Wo der Text eingefügt werden soll. Hier. Okay, und jetzt einfügen. Ja. Okay. Und schon hast du den Text jetzt zweimal, also kopiert. Wenn du den ursprünglichen Text nicht mehr brauchst, markierst du ihn einfach und löscht ihn mit der Entferntaste. Okay. Solltest du zur Sicherheit gleich nochmal deine Datei speichern. Das können wir jetzt hier oben über die Schaltfläche direkt machen. Ah ja, und du bist dir sicher, dass das jetzt geklappt hat, ja? Ja, vom Speichern kriegst du in dem Fall nichts mit. Das geht so schnell. Okay, gut, der Text ist fertig. Können wir ihn jetzt gestalten, oder? Ja, genau. Gehen wir doch mal mit der Bildlaufleiste hier seitlich an den Anfang von deinem Dokument. Was würdest du denn von einer anderen Schriftart halten? Ja, warum eigentlich nicht? Da wir das für die ganze Datei brauchen, musst du also jetzt den gesamten Text markieren. Gut. Und hier oben ist dann die Schriftart Arial. Die kannst die Box hier seitlich aufklappen. Ja. Und siehst jetzt die sämtlichen Schriftarten, die hier angeboten werden. Alphabetisch sortiert. Oh, du, die Comic Sun gefällt mir. Die klicke ich jetzt mal an. Ah, das schaut gut aus. Dann könnten wir vielleicht meinen Namen noch etwas hervorheben. Ja, dann markieren mal und such in der Symbolleiste die Schaltflächen Fett und Kursiv. Jawohl. Okay. Jetzt könnten wir vielleicht deine Adresse noch farbig machen. Oh ja. Also markier mal bitte die Adresse. Ja. Und öffne hier hinten die Symbolleiste für die Schriftfarben. Ja. Und warum passiert da nichts? Ich habe die Farbe doch längst angeklickt. Ah, die Einfärbung siehst du erst, wenn du mit der Maus an eine andere Stelle klickst. Ach so. Ah ja. Da ist. Da ist ja, ja. Gut. Jetzt könnte man doch deine Anschrift noch durch so eine Linie absetzen. Was hältst du davon? Mhm. Klick mal in die Zeile München und dann können wir hier hinten die Box Rahmen aufklappen. Hier suchst du dir einfach eine Rahmenlinie unten aus. Jetzt bin ich doch irritiert. Warum muss ich das jetzt nicht markieren?
Du, Absatzformatierungen gelten immer für einen gesamten Absatz. Also müssen wir jetzt nicht extra markieren. Und diese Linie gilt jetzt nicht nur für das Wort, sondern für den gesamten Absatz. Ach so. Also der Absender gefällt mir jetzt schon ganz gut. Aber wie kriege ich jetzt das Datum auf die rechte Seite des Briefes? Du, um das Datum nach rechts zu verschieben, klickst du einfach in die Zeile und wählst dann die Schaltfläche hier oben rechtsbündig. Ah, so. Wie wär's, wenn wir uns mal den Brief im Ganzen anschauen? Ja, wenn das geht, würde ich schon ganz gerne mal sehen, was wir da so fabriziert haben. Dazu müssen wir allerdings erstmal in eine andere Ansicht. Geh doch mal hier über das Menü Datei auf den Befehl Seitenansicht. Ja. Hier hast du nämlich eine ganz gute Übersicht über die Aufteilung von deinem Text auf dem Blatt. Okay. Allerdings kannst du hier nichts eingeben oder verändern. Ach so. Was ist jetzt mit dem Maussymbol passiert? Ja, das Maussymbol ist jetzt eine Lupe und mit der kannst du per Klick eine entsprechende Textstelle vergrößern und wieder verkleinern. Ja, und die Steuerzeichen sind auch weg. Genau, denn die wollten wir ja beim Ausdrucken auch nicht sehen. Ah ja, stimmt. Wenn du jetzt wieder zurück in die vorige Ansicht möchtest, gehst du einfach auf Schließen. Okay. Und dann sind wir wieder in unserer alten Ansicht. Ja, du, nachdem das jetzt alles gepasst hat, dann könnten wir den Brief doch jetzt mal ausdrucken. Ja, mach ruhig. Dann gehe ich also jetzt ins Menü Datei auf den Befehl Drucken. Oder kann ich gleich über irgendeine Schaltfläche drucken? Kannst du schon, aber über die Schaltfläche wird immer alles gedruckt. Da kannst du nicht auswählen, ob du nur eine bestimmte Seite drucken möchtest. Ah ja, okay. Aber das ist ja jetzt nicht so tragisch. Wir haben ja nur die eine Seite und die stimmt ja. Das Format passt auch. Dann sollten wir das doch mal probieren. Mhm. Ja, das klappt ja schon. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Puh, du, dann schließe ich die Datei mal. Welches X nehme ich jetzt? Du, das untere X würde jetzt deine Datei schließen. Ja. Und mit dem oberen X, da kannst du deine Datei und das Programm Word schließen. Okay, dann schließe ich gleich beides. Mhm. So, ja, was will er denn jetzt? Möchten Sie die Änderungen in Verlag Doc speichern? Ja, freilich möchte ich das. Mhm. Sonst wäre ja nichts gespeichert, oder? Ganz genau. Gut. Mensch, jetzt haben wir doch was vergessen. Schau mal, wir wollten noch mein Logo noch einfügen. Ja, das können wir natürlich noch machen. Also, dann starte ich noch mal Word. So, und wie komme ich jetzt zu meiner Datei? Ah, hier steht es ja rechts unten. Dokument öffnen, mein Dateiname, das ist ja praktisch. Ja, du kannst immer per Klick auf deinen Dateinamen so eine Datei öffnen. Aber wenn sie hier nicht angezeigt wird, denn hier werden immer nur die letzten vier gespeichert. Also sicher schon mal in meinen Ordner. Also gehe ich auf Bilder. Ja, genau. Da ist sie ja. Ja, und um sie aufzurufen, markierst du jetzt dein Dokument per Mausklick und geh auf Öffnen. Ah, da ist sie ja wieder. Ja. So, jetzt holen wir uns erstmal dein Bild in den Brief. Es ist ganz egal, ob du jetzt ein Foto oder eine selbst erstellte Grafik hast. Es geht immer über den gleichen Befehl. Da rufst du über das Menü Einfügen den Befehl Grafik und dann Aus Datei auf. Ah ja, okay. Da ist ja schon meine Grafik. Anklicken und einfügen, oder? Ja, genau. Nur die Position ist noch nicht so ganz. Tue ich jetzt lieber weiter rechts oben.
Du, kein Problem. Klick mal in dein Bild. Ja. Schau. Jetzt wird zusätzlich noch eine Symbolleiste Grafik eingeblendet. Wenn die mal fehlen sollte, gehst du einfach mit der rechten Maustaste in die Grafik und aktivierst sie. Okay. So, hier findest du jetzt lauter kleine Schaltflächen und die mit dem Namen Textfluss, die braucht man jetzt. Klick mal drauf. Ja. Und dann nehmen wir die Option vor den Text. Ja, sehr schön. Jetzt ist es nur noch etwas zu groß, findest du nicht? Ja, kann schon etwas kleiner sein. Siehst du hier die Eckpunkte an der Grafik? Ja. Wenn sie markiert ist, genau, gehst du einfach mal mit der Maus an so einen Eckpunkt. Okay. So. Und jetzt ist aus dem Maussymbol Pfeil ein kleiner Doppelpfeil geworden. Was ist das? Ja, mit dem Doppelpfeil kannst du jetzt das Bild verkleinern. Drück mal die Maus und zieh zum Verkleinern einfach nach innen. Ah ja. Ja, so gefällt es mir fast. Nur noch schnell an die richtige Stelle verschieben, oder? Und dann gleich nochmal drucken. Und vor allem vorher aber nochmal speichern, gell? Mm. Oh, schau mal. Ja. Das schaut viel schöner aus. Passt ja. Super. Super. Du, diese Tabelle hier, die wäre, glaube ich, prima geeignet für die Ausgabenübersicht für meine Bilder. Da muss ich allerdings jede Menge rechnen. Ja, du, da würde ich dir eher Excel empfehlen. Denn Excel kann nämlich ganz selbstständig rechnen. Ja, ich kann mir zwar unter selbstständig rechnen nicht wirklich was vorstellen, aber bin da gerne einverstanden. Dann haben wir doch schon eine Aufgabe fürs nächste Mal. Ja, super.